Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es wie jede Woche Donnerstag um die neue GTA Online Event Woche. Und zwar ist das sozusagen die zweite Event Woche, die mit dem The Criminal Enterprise DLC in GTA Online erschienen ist. So, bleibt am besten wirklich bis zum Ende des Videos dabei, wenn ihr um die aktuelle Event Woche nichts verpassen wollt. Dann würde ich sagen, fange ich jetzt auch mal an. Und zwar als erstes mit den Verdienstmöglichkeiten. Es gibt dreifach GTA Drone RP auf den The Vespucci Drop und da auf die Remix-Version. So, dann gibt es zweifacher Forschungsschub für die neue Mission oder durch die neue Mission Bunkerforschung, die ihr kriegt durch den Agent 14. Also, ihr kriegt einen Anruf von Agent 14. So, dann gibt es noch zweifache Vorräte bei der Bunker-Nachschub-Mission. Also, wenn ihr eine Bunker-Nachschub-Mission macht, dann kriegt er zweifache Vorräte. So, jetzt ist es euch vielleicht schon aufgefallen, es gibt ein neues Auto, beziehungsweise fahre ich den Wagen auch schon. Und zwar ist das der Benefactor SM772. Und ja, den Wagen könnt ihr bei Langley's Motorsport kaufen. Zu den Wagen habe ich jetzt auch schon ein Video rausgebracht. Also schaut euch das ruhig an, wenn ihr um den Wagen nichts verpassen wollt. So, jetzt haben wir was Neues in GTA Online. Und zwar hier haben wir Luxusautos und das ist sozusagen, ja, konnte man ja immer die Mission von Simon starten. Das ist jetzt auch Simons Showroom, wo wir halt Luxusautos testen und halt kaufen können. Irgendwie gibt es zwei Luxusautos. Ich weiß nicht, ob die neu sind oder besonders, ob das einfach die alten Autos sind. Zwar einmal den Turismo R und den Omnis EGT. Darüber werde ich vielleicht auch nochmal ein separates Video machen, wo wir den Showroom einmal testen oder uns da einfach mal umgucken. So, dann kommen wir einmal zum HSW Testauto. Das ist wieder nur für die neuesten Konsolen, sprich PS5, Xbox SX Serie. Und das ist die Hakasaki Drag. Blende euch hier mal ein Bild ein. So, das Preisfahrzeug, was ihr im LSK mit gewinnen könnt, ist der Edda. Und den gewinnt ihr, indem ihr Top 3 in Verfolgungsrennen werdet und das 3 Tage in Folge. Dann das aktuelle Podiumfahrzeug im Casino ist der Starford. Blende ich hier auch mal ein Bild ein. Dann kriegen wir die Twitch Prime-Mitglieder im 100.000 GTA Dollar geschenkt, wenn sie sich einmal diese Woche in GTA Online einloggen. Dann kommen wir auch schon zu den Fahrzeugrabatten. Es gibt einmal 40% auf den Hula Custom. Da blende ich euch hier, wie gesagt, immer Bilder ein. Dann gibt es 40% auf den Wagen Hermes und dann auf den Wagen Novak und auf den Terreo und auf den Visis gibt es 40% und dann noch auf den XR21. So, dann hätten wir einmal noch 35% auf das Halbkettenfahrzeug und auf den Binbra FF und dann noch auf den bewaffneten Tamba. So, das waren jetzt auch schon alle Fahrzeugrabatte. Jetzt gibt es noch 50% auf alle gepanzerten Westen, könnt ihr bei der Ammunition einfach kaufen. So, dann kommen wir auch noch mal zu den aktuellen Zeitrennen. Das ganz normale Zeitrennen diese Woche ist hier und das ist Wienwood Hills. Das RC Bandito Zeitrennen ist hier und das ist La Venta Blanca. Und das RC Bandito Zeitrennen diese Woche ist hier und das ist Sandy Shorts. Zu den drei Zeitrennen habe ich euch schon Videos gemacht, also schaut euch das ruhig mal an, wenn ihr da Schwierigkeiten habt. Ich denke, dann kann ich euch da mit einfach ein bisschen weiterhelfen. Und dann erwartet es euch schon mit der aktuellen Eventwoche. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die so findet. Findet ihr sie schlecht, mittel oder gut? Das würde mich interessieren. Und dann würde ich mir nochmal ein Like freuen, wenn ihr keine weiteren Videos rund um das Criminal Enterprise DLC verpassen wollt. Dann abonniert unbedingt meinen Kanal. Habe ich gerade eben bestimmt schon erwähnt. Sorry Leute, dass ich mich immer wiederhole. Und ja, in dem nächsten Video werde ich den Showroom einmal testen. Und dann, ja, bin ich auch erstmal wieder raus. Ciao Leute.